Hallo, hier Dark Saber mit Hand Showdown, der RMG, das ganze Multiplayer-Ding hier. So, okay, wir haben. Ich wollte ja hier ein bisschen eigentlich noch was zeigen. Deswegen habe ich hier nochmal im Menü angefangen. Und übrigens, ich habe gemerkt, dass es dann halt doch ein bisschen hinterher zog die mit dem Ton, also jedenfalls in der Cam. Und deswegen mache ich das jetzt mal auf niedriger Auflösung. Ich hoffe, das klappt so. Ansonsten, ja, schalte ich das dann halt wieder auf 1080 hoch, wenn es dann halt standardmäßig so ein bisschen hinterherhängt in der Kamera. Dann ist mir das. Also, so wichtig ist mir dann auch wieder nicht. Hauptsache, man sieht und interagiert. Ich wollte hier eigentlich noch was schauen. Nein. Keine doppelläufige. Das will ich dann noch gucken, ob es. Hier haben wir eine. Rang 37. Oh, bis dahin wird es eine Weile dauern. Also ich mag doppelläufige in solchen Spielen sowas von. Macht eigentlich immer Fun, muss man einfach sagen. Aber bis dahin muss ich noch relativ weit kommen. Gut. Was ich zeigen wollte, war ja noch hier mit drin. Hier. Hier habe ich das auf Random geschaltet. Man kann es halt auf eine Pistole, also Pistole setzen oder auf Shotgun oder auf eine Nahkampfwaffe. Also Billy. Ich mache mal so. Weil das, also dann hat man halt immer wieder unterschiedlich. Ich weiß nicht, was das hier überhaupt bringt. Ich habe hier immer wieder eingeschaltet, aber. Bringt das nur hier was oder wird das hier einem auch überhaupt nicht angezeigt? Ich finde es ein bisschen komisch. Get a free hunter, your hunter is a damned soul. Ja. Ah, also man muss die Rifts auf jeden Fall finden und aktivieren. Und es wird dann anscheinend nicht angezeigt, wenn alle gemacht wurden. Nur die, die man selber gemacht hat. So sah das jedenfalls jetzt für mich aus. Das kann man dann auch noch machen, aber ich würde jetzt heute erstmal gerne das hier so weit wie möglich versuchen. Ja, ich warte nur, also das hier würde ich dann gerne schon so reinnehmen und dann würde ich erstmal in der Sache selber drin also lassen. Und hier im Menü werde ich, denke ich, aber dann nur noch einmal, wenn ich halt diese andere Option mit reinnehme, machen. Ansonsten halt wirklich nur noch, wenn halt nur noch die Statistik ist. Mehr werde ich dann halt nicht reinnehmen. Und ja, es dauert heute wirklich lange. Ich habe keine Ahnung, warum das so lange dauert. Das ist halt so. So, aber damit es mit dem Ton wenigstens einigermaßen dann in Ordnung ist, werde ich dann einfach dann Cut setzen. Ich denke, es liegt dann immer an der Speicherung selber, aber ich kann es nicht. Ich will halt dann nicht mitten im Spiel, wenn man sowieso immer wieder hin und her rennen muss, auch noch nebenbei immer wieder Aufnahme und ausschalten. Oder aus- und anschalten, so. Deswegen. Okay, jetzt versuche ich erstmal mit 720. Wenn es da nicht liegt, dann müsste ich halt gucken, was ich sonst noch machen kann. Im Prinzip ist ja alles auf niedrig geschaltet. Ich habe es wirklich so gelassen, wie es ist. Bewegungsunschärfe. Das könnte ich wahrscheinlich alles auch noch ausschalten. Außer Vorsehen, das brauche ich auf jeden Fall. Das niedriger sehe ich nicht. Ach, der Lasing, das könnte zum Beispiel auch wieder helfen, wenn ich das einfach rausschalte. Denn ich brauche es nicht unbedingt. So, trilinear ist eigentlich in Ordnung. Das hier könnte ich halt ausschalten. Warte mal, kann ich noch kurz gucken? Nein, das nicht. Das aus. Eine größere Qualität auf Kosten der GPU-Leistung. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt. Passt gerade, um potenzielle Qualität auf Kosten der GPU-Leistung zu verbessern. Das kann man ja so lassen, wie es ist.
Ja, das lassen wir mal so. Ich brauche jetzt hier kein High-End-Zeug. Muss nicht. So, der Rest kann auch so bleiben, wie es ist. Das hier könnte ich halt vielleicht noch für zu einem. Führt zu einem Verschwischungseffekt bei Kamerabewegung. Ah, okay, da kann ich dann noch ein bisschen herum. Was ich sagen wollte, muss ich dann halt noch ein bisschen herumprobieren. Ich denke, diese Unschärfen, die kann ich einfach rausnehmen. Fuck it. Also ganz ehrlich, brauche ich nicht unbedingt warten auf andere Spieler. Was bei der Kantenglättung nehme ich auch raus. Ich meine, ja, sieht alles wunderschön aus. Rise up, damn soul. Sieht zwar alles dann super schön aus, to lecker und activate the ping. Also ich muss auf jeden Fall die Rifts lokalisieren und aktivieren und oder deaktivieren mich auch immer. Ah, ich muss direkt auf den Kopf zielen. Verstehe. Okay. Gut. Also ich lasse das auf Random, weil ich finde es immer wieder cool, was für Waffen ich damit dann immer wieder bekomme. Oh Gott, ich bin ganz am Rand, stelle ich gerade fest. Oh, und das hier ist gar nicht so weit entfernt. Ich würde gerne noch auf eine Zweitwaffe gehen. Da scheint aber jemand in der Nähe zu sein. Ich muss also gucken, dass ich da nicht irgendwie reingerate oder zumindest den Vorteil für mich dann habe. Okay. Aber es sieht jetzt schon wieder bei mir aus, als wenn das auch so nachzieht. Aber ich denke mal, also ich hoffe, dass es mit 720 ein bisschen. Na toll. Das war jetzt sinnvoll. Okay, der reicht nicht lang. Das ist so ein Riesenvieh, das muss nicht sein. Das nehme ich doch gerne auf. Und hier haben wir. Kann ich? Ja, das kann ich noch aufnehmen. Und das bitte auch. So. Ich habe es doch. Warum hat das nicht geschlossen, der Idiot? Card aktualisiert. In die Richtung sollte ich gehen. So, ich werde, soweit es geht, die ganzen Kämpfe ein bisschen vermeiden. Das ist wieder so ein Vieh, da muss ich aufpassen. Ich gucke nur mal kurz. 1 von 10. Ah, okay, das ist so ein Einzelschuss, das ist nicht so. Okay, ich habe zwei, die auf Einzelschuss sind. Das könnte natürlich irgendwann ziemlich problematisch werden. Aber ich passe einfach mal auf. Vielleicht wird es ja trotzdem was. Da. Oh, das ist eigentlich auch gar nicht so weit weg. Oh Gott. Also die Stelle, da gehe ich ungern rein. Beim letzten Mal habe ich da dann fünf, ja, zwei dieser etwas größeren Viecher hier gehabt. Achso, oh Gott, das war.
Ich werde das Anti-Aliasing ausschalten, weil auch wenn es dann hier nicht wunderschön aussieht, aber ganz ehrlich, fuck it. Oh, nein. Du sollst einfach nur ein bisschen schneller laufen. Ein Messer. Lege ich dafür irgendwas weg? Nein, cool. So, nimm das bitte wieder auf. Also wenn ihr sowas in der Hand habt, also in diesem Spiel natürlich nur, behalten, um Himmels Willen. Denn, es hilft. Es hilft definitiv. Vor allem bei diesen ganzen standardmäßigen... Bei den Viechern. Fuck it. Ja, sag ich mal kurz. So, und dann lockt man halt einer an. Erledigt. Der nächste. Und... Erledigt. Deswegen, also die Waffen sind eigentlich perfekt. Deswegen immer mitnehmen. Ja, ein Messer. Ein Messer ist aber jetzt vielleicht nicht so toll wie so eine Haftbombe. Dynamitstange, okay. Willst du mich verarschen? Er hat dann angefangen. Okay. Ich gehe mal zurück zum Menü. Okay. Ach, Quatsch. Ich schaffe immer nur ein so ein Ding. Nee, nicht immer. Ich habe schon zwei, glaube ich, geschafft gehabt. Es ist halt schwierig, also wenn natürlich ein anderer Hunter dabei ist, der einen gleich direkt wegknallt. So, Moment. Ich schaue nur mal kurz, wie lange das war. Ich glaube, das war jetzt nicht so lange. Und ja, bis gleich. Okay, mit Mühe ist es vielleicht über 10 Minuten, aber ich wollte ja mehr Gameplay kriegen. Also werde ich jetzt einfach noch mal ein weiteres machen. Und es packt auf jeden Fall noch in die Minute. In die Minute, in die Folge. Gott, was? Egal. Okay, bis gleich. Warten auf andere Spieler. So, ja, die gleiche Bewaffnung. Bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe auf random geschaltet, wenn gleich nochmal die gleiche kommt. Hm. Wir können ja schon mal gucken, wo es uns denn hinführt. Ich würde sagen, wir haben unser Ziel entdeckt. Wo ist das? Da in dem Gebäude anscheinend. Rise up, damn soul. Gut. Versuchen wir es doch. Jetzt habe ich leider nicht nach dem Ton geschaut. Das kann ich dann gleich in der Folge machen. Und dann kommt ja auf jeden Fall noch eine Folge dazu. Ah, ich würde noch was abschalten. Und hier sieht man jetzt, wie vieles einfach noch nachgeladen wird. Also mich persönlich das nicht unbedingt. So, wo? Da irgendwo. Die haben da fette Party. Moment, ist das genau hier? Tatsache, ich muss da erstmal rein. Ist ja echt super. Hallo, hallo, geh hoch. Kann ich die von oben erledigen? Ist das möglich? Nö, ich heuch sie erstmal auf. Auch gut. Kann ich da durchschießen? Ganz eindeutig kann ich das. Gut, dass die doof sind.
Willst du mich fahren? Toll. Das. Also nicht auf mir setzen. So, ich. So, das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Ich mach noch eins. Keine Sorge. Ich werde nur mal schnell gucken wegen dem Ton und dann kann es auch schon losgehen. Also irgendwie heute treffe ich auf, stelle ich auf Hunter, aber die. Ja, gut. In dem Spiel ist es ja so, dass man sich gegenseitig erledigt, aber ich war mit einer Armbrust. Das ist ein Schuss. Und ich hatte halt keine Nahkampfwaffe. Das kam noch dazu. Na gut, ja, Pech gehabt. Ich schau mal kurz und dann mache ich gleich die Aufnahme weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, andere Bewaffnung diesmal. Gibt's noch mehr? Nee, nur die. Okay. Joa, muss ich nur noch anfangen. Und hoffentlich haben wir in der Runde noch ein bisschen mehr Glück. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kann ja nur noch besser werden. So, wir können ja auch mal wieder gucken. So sei es. Die sind eigentlich alle gar nicht so weit entfernt. Ich gehe mal erstmal in die Richtung. Oh, komm schon. Okay, ist einfach nur so ein Dicker. Den kriege ich auf jeden Fall weg. Wie viel wirst du eigentlich noch aushalten? Ja, fängt ja gut an. Okay, komm. Ja, ich weiß, ich bin viel zu offensiv für das Spiel. Warum kann er sich da nicht hochziehen, verdammt. Jeden anderen Spiel geht das. Ah ja, so eine Mini-Kante schafft er, aber hochspringen und rauf kann er nicht. So, was haben wir? Heilung! So muss das. Oh, ein Hammer. Den würde ich gerne mitnehmen. So. Okay, hier scheint. Ja, ich hab's gesehen. Hier war noch irgendwas. Was. Eine Chaosbombe. Chaosbombe ist, glaube ich, gar keine so doofe Idee. Was war hier? Ach, hier. Ich kann öffnen. Sehr schön. Okay, wo muss ich lang? Oh, das ist gar nicht mehr so weit weg. Ich brauche nur noch eine Erstwaffe. Ich stelle gerade fest. Hä? Ach, okay. Dass eine Nahkampfwaffe war, hat er das wahrscheinlich nicht so richtig angenommen. Aber ich könnte noch eine zweite Fernwaffe bekommen. Das wäre echt super toll. Ah, hier. Da muss ich also in das Gebäude rein. Also, von dem, was ich jetzt gesehen habe, von der letzten Folge, wo, da war es nicht allzu hakelig mit der Kamera. Und daher lasse ich erstmal alles so, also es stört mich ja jetzt nicht großartig alles.
Und wenn es nur minimal ist, also ganz ehrlich, dann darf ich da nicht großartig herum. Toll, ich dachte, ihr habt hier wenigstens irgendwo eine Tür. So, hier drin ist das, glaube ich, oder? Da drin ist es, okay. Rein da. Oh, Moment, Moment. Jetzt weiß ich nicht, ob sie... Okay, ne, hier gehe ich wieder runter. Okay, Hä? Ach, hier! Ich muss blind gewesen sein. So, das hätten wir weg. Und das ist noch eins in der... Mann, das ist noch eins in der Nähe. In dem Gebäude anscheinend. Komm, beeilen wir uns mal. Okay, komm. Das wieder hinten könnte ein Problem sein. Wir müssen dahin. Okay, komm, ich mach mal hier auf. Okay, das nächste. Da hinten irgendwo, toll. So. Jetzt hält er sich schon wieder hoch. Das ist doch gut. Ah, ist so ein großer. Den lassen wir erstmal. Wenn ich eine Schrotflinte oder so habe, kann ich das natürlich machen. Aber ganz ehrlich, ich bin hier oben. Und ich habe so eine Bombe. Darkseid. Okay, dann muss ich wohl nur noch zum anderen Ende der Welt. Toll. Okay, oder? Dann muss ich wohl... in die Richtung. Okay. Bisher, muss ich sagen, komme ich relativ gut durch. Allerdings hauptsächlich... weil ich vorsichtig bin, meine Waffen bisher gut genutzt habe, und weil ich keinen anderen Hunter bisher getroffen habe, muss ich sagen, weil bei dem habe ich bisher Pech gehabt,
Und ich glaube, es wäre gar nicht so doof. Soll ich das mitnehmen? Ja, komm. Ich glaube, das ist besser als die Spritze, die ich habe. So, jetzt muss ich irgendwie dahin kommen. Und ich habe halt nichts weiter als meine. Ist nichts weiter als das da? Ach so. Bei den Pferden weiß ich nicht, muss ich die jetzt einfach. Also kann ich die befreien? Ist das sinnvoll, das zu machen? Oder. Ich weiß nicht. So, ich muss. Ein bisschen mehr in die Richtung, aber ja, da muss ich auf jeden Fall. Ich laufe wieder ein bisschen mehr querfeldein ein. Richtung mit auf jeden Fall. Aber ich muss hier durch. Irgendwie muss ich hier durch. Bessere Bewaffnung wäre halt super cool. Ich muss aber hier lang. Oh, diese Viecher. Na, ja, lass mich doch. Da war auf jeden Fall schon jemand hier gewesen. Okay, genau in die Richtung muss ich. Ich nehme lieber Heilung ein bisschen mit. Okay, da muss ich. Oh Gott. Laufen wir mal ein bisschen mehr so. Okay. Okay. Willst du mich verarschen? Scheiße. So ein Held. Ach so, einfach, ja. Ach so, ich kann damit nur eins. Na gut, ist ja auch kein Problem. Sowas ehrlich gesagt ziemlich arm.
Oh ja, machen wir den von der Entfernung einfach mal weg. Wenn er natürlich eine Sniper hat und ich mit so einem lächerlichen kleinen was auch immer. Das ist natürlich keine Chance. Ja, was soll ich da machen, ne? Ich meine, ich kann nur versuchen, auf einer anderen Position zu kommen und dann, ja, es ist aber unmöglich jetzt gewesen. Na gut. Schauen wir uns noch die. Ja, wenn ich die Spectaten ist. Nee. Schauen wir uns noch die Statistik an. Oh, immerhin ein weiteres freigeschaltet. Oh, was haben wir hier? Also die Rifts zu machen lohnt sich auf jeden Fall. Kopfgeld Top 3. EP Summe 50. Das ist halt derzeit nur deswegen gewesen. Schade eigentlich. So, das als nächstes freischalten. Fortfahren. Kann ich sehen, was das ist? Die 77 Hand kennen, okay, das scheint aber. Ja, das ist nur die Einläufe. Aber das wird sich lohnen. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und jetzt haben wir die hier. Die wir irgendwie schon im Inventar haben. Kleines dazu bekommen. Ja, das ist die eigentlich. Toll, da haben wir die schon. So, warum haben wir das gemacht? Du musst Rang 10 sein. Ja, okay. Okay. Dann würde ich meinen. Ups. Hier ist nichts mehr. Achso, hier ist einfach nur. Okay. Aber ja, die haben wir halt schon. Gut, würde ich meinen. Dies war es erstmal von der vorletzten Folge der Hand-Showdown-Session. Kann sein, dass ich dann später noch ein paar andere Sessions mache, aber dann gucke ich noch. Aber erstmal noch eine Folge. Die ist jetzt ein bisschen länger gewesen und auch ein bisschen durcheinander und nicht so perfekt. Das war aber auch irgendwie mies. Da musste einfach nur irgendwo in der Mitte abwarten und das war's. Ist natürlich strategisch perfekt, aber für mich war es natürlich mies. Gut, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Euer Darksaber.